Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play Infected, der Zwillingsimpfstoff. Ich habe hier mir schon ein Profil habe ich mir hier angelegt. Genau, ein bisschen getüftelt, ein bisschen geguckt, damit das nicht wieder alles in einem kleinen Rahmen ist oder irgendwas anderes. Jetzt ist das alles optimal eingestellt. Ich denke, man kann ja auch alles ganz gut erkennen. Aber darum geht's ja nicht. Wir gehen jetzt mal einfach sporadisch schon auf Spielen. Und los geht's. A new breed of virus that has the medical community scrambling for answers has now claimed the lives of over 150 people. The entire city has been evacuated and is now under strict quarantine. The first known case of the virus was found after six-year-old twin sisters Tiffany and Teresa Morrissey were admitted to the hospital just weeks ago. The virus quickly spread among the hospital's medical staff, forcing the area to be quarantined and on high alert. With one of the twins dead, within days of contracting the virus, the surviving sister, Teresa, has made a full recovery. The only reported case of anyone showing any signs of immunity to the virus. Now, one microbiologist believes that Teresa Morrissey is the key to finding a cure, that perhaps somewhere in her DNA lies the answer to this epidemic that has forced residents to abandon their homes and leave the city. And it's now being reported, I can tell you, that the surviving twin, Teresa Morrissey, is missing. She was last seen by her father at Oxford Station on Thursday, but was apparently lost during the chaos of the evacuation. We will bring you continued coverage of the story as it develops. For now, this case begs the question, where is Teresa Morrissey? Okay. Möchte das Spiel erklärt bekommen? Jetzt ist das natürlich die Frage. Wir drücken mal auf Ja. Wenn sich der Zeiger in eine Hand verwandelt, kannst du einen Gegenstand aufheben. Klicke auf das Foto. Teresa Morrissey. Sie wird seit der Evakuierung von Oxford City vermisst, stand da wahrscheinlich. Okay. Die Geschichte wird in deinem Tagebuch festgehalten. Du kannst es jederzeit über das blaue Buch aufrufen. Vermisst, sie ist als einzige gegen den sich verbreitenden Virus immun. Ich muss sie finden. Sehe solche herausragende Leistung auf dem Gebiet der Mikrobiologie. Ein Höhepunkt meiner professionellen Laufbahn. Ich bin nun offizieller Epidemie-Experte des Geheimdienstes. Oder Bedrohungsagent, wie manche es nennen. Gehen wir weiter. Wir haben hier ganz viele Seiten, aber nichts steht drin. In den ersten Seiten steht auch nichts drin, okay. Karte haben wir. Achso. Die Karte gibt's noch nicht. Oben auf X. Hinter dem Foto kam ein Telefonkabel zum Vorschein. Klicke auf das Telefonkabel, um es ins Inventar zu legen. Gefunden. Telefonkabel. Okay. Da haben wir auch noch was. Da blinkt was. Ach, das ist die Karte. Grundschule Oxford, Simpson Park, Theresa's House, Bahnhof Oxford, Morrissey Ranch, Traktorenwerkstatt, Stadtzentrum, Tante Jane's Apartment. Ja, ich habe wichtige Punkte markiert, die ich untersuchen sollte, um Theresa Morrissey ausfindig zu machen. Okay. Wo ist denn irgendwas markiert? Das hier mit dem Roten, oder? Der Mauszeiger verwandelt sich in eine Lupe, wenn du dir da einen Bereich näher ansehen kannst. Klicke auf die Telefonbuchse. Das war genauer an. Jetzt können wir auch Anrufe entgegennehmen. Hallo! Good morning, Doctor. Your paperwork is in. You've been cleared to return to Oxford to find the missing girl. If your research is accurate, then this girl is the key to finding a cure. It's imperative that you find her. We don't want this thing going global. The girl's grandfather ran a farm not too far from the drop-off point. That's probably a good place to start your investigation. We've scheduled a train to take you into Oxford this afternoon. Good luck, Doc. Okay, wir hätten da noch nicht draufklicken sollen. Da war noch die Zeitung.
Das sind Beine. Brecheisen. Gefunden. Ist da oben? Es klemmt. Ich muss sie irgendwie aufbrechen. Oh, 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 oh. Oh, hat er die aber gut aufgebrochen. Gefunden. Ventilrad. Ja, mit X. Ja, dann haben wir ja den Typi. Was haben wir denn hier? Diese Plakette kann abgenommen werden. Ich brauche etwas, um die Schrauben zu lockern. Haben wir irgendwas? Ja, irgendwie ein Schraubenschlüssel oder was benötigen wir? Hier haben wir auch nichts mehr. Der einzigste Typ. I know why you're here. The girl, isn't it? I suggest you get right back on that train and go on home. You do what you're told and nobody gets hurt. Das ist doch ein brutaler Typ. Hey! Weg geht er. Gesperrt. Der Dampf aus dem kaputten Ventil versperrt mir den Weg. Okay. Mal genauer an. Läuft mir fehlt etwas. Stimmt das. So, frei ist es auch. Gehen wir mal weiter. Oh, da steht der gruselige Typ wieder. Wie auf dem Boden. Ein X, hier könnte etwas vergraben sein. Da vorne haben wir eine Schaufel. Schaufel, was haben wir hier? Ja, ein Handy. Hey, text me back when you get a chance, okay? Oh, Tiffany and Teresa had their party the other day. It was so cute. I think I drank too much of the punch, though. I've been throwing up all day. I know. My own fault. Anyway, I'm gonna go have a nap, so good luck with your meeting tomorrow, and I'll see you Thursday. Sie rufen mich an. Ja, du hast schon gut Blut, ich bin schon wieder krank. Guck mich an. Oh je. Hier, letzte Nachricht. Nur Punkte. Aber sie konnten noch auf Abschicken drücken. Okay, können wir noch irgendwas klicken hier? Okay. Gesperrt? Ich muss vorsichtig sein. Diese Hornissen könnten ein Überträger des Virus sein. Ja, das stimmt. Das haben wir auch. Diese Hornissen haben ein ganz schönes Mist gebaut. Auch noch irgendwas. Ein oder zwei Teile scheinen zu fehlen. Ja. Diese Türen sind verschlossen. Vielleicht könnte ich ja über der Hintertür rein. Ja, da kommen wir ja nicht lang. Gehen wir mal wieder zurück. Und gucken nochmal hier. Ja, dann. Ventilgriff. Und was haben wir hier? Eine Münze. Ach so. Die sitzt hier unten. Dann gehen wir mal zu den Typen. Riskieren wir das doch mal, oder? Listen, I don't want to have to hurt you, but I will. Last warning. Leave now. Und da geht er wieder. Aber verletzen tut er uns ja eigentlich gar nicht. Der Stromkabel blockiert den Zugang zur Stadt. Ich muss den Strom irgendwie wiederherstellen. Schau mal.
Eine Vertiefung in Form eines Blitzes. Etwas scheint zu fehlen. Okay, haben wir irgendwas? Nein. Gucken wir doch mal hier, was hier vergraben ist. Wir hatten ja gerade die Schaufel genommen. Ah, okay. Briefkastenfahne. Ah, sehr hilfreich. So, dann gehen wir dort einmal hin. Und schauen mal, was wir hier Schönes haben. Ich kann nichts sehen, ich muss den Einstellplatz irgendwie beleuchten. Ja, da können wir auch noch weiter. Da vorne. Truck. Da steckt kein Schlüssel in der Zündung. Ja, wäre auch lustig, wenn. Wir haben ja auch nichts. Ach, hier ist wieder was. Ich brauche etwas zum Graben. Oh. Dreierknopf. Dreierknopf. Also, ich möchte dazu jetzt nichts sagen. Zum Dreierknopf. Hier scheint etwas zu fehlen. Vielleicht ein Dreierknopf. Dann wird das wohl nix. Ein Satz mit X, das wird wohl nix. Wenn wir so ein Ventil oben drauf schrauben. Oder das dort rein tun, oder? Das hier. Nein, 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 nein. Genau, da müssen wir wieder zurück. Dort waren wir schon. Vielleicht können wir hier irgendeinen Dreierknopf benutzen. Ja, aber hier ist ja auch irgendwas. Was ist denn, wenn wir das dort benutzen, oder? Hier. Nee. Nee, 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 nee. So, was haben wir denn hier? Hier bräuchten wir ein Ventil. Okay. Ein Dreierknopf? Nein. Ein Briefkastenrahmen? Nein. Ein oder zwei Teile scheinen zu fehlen. Wie kriegen wir den da oben weg? Mit der Schaufel? Damit? Ich darf die auch nicht aggressiv tragen. Jetzt nicht so schön für mich hin. Ja, komm. Gehen wir doch mal gemütlich zurück. Wir hatten ja noch das. Genau. Mal irgendwas müssen wir noch machen. Weiter zurück können. Ich guck gerade, ob hier irgendwo auf dem Boden X ist, aber hier ist nix. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre dann wohl hier. Ah, da brauchen wir die. Okay, ich brauche einfach so die Schrauben zu lockern. Ja, hier ein Dreierknopf. Nee, nee, nee. Gehen wir nochmal dort hin, zum Häuschen. Haben wir hier irgendetwas übersehen? Was, wenn wir einen Dreierknopf da hin tun? Wenn ich wissen würde, wofür dieser Dreierknopf in Anführungsstrichen sein könnte, würde mir das schon ein bisschen helfen. Ich glaube, wir brauchen hier einen Schlüssel. Gehen wir zurück. Ist auch mein erstes Spiel dieser Art, muss ich ehrlich zugeben. Wo aber mein Interesse schon immer recht groß war bei solchen Spielen. Da darf ich hier was hinwerfen.
Reaktion. Tür aufbrechen. Funktioniert nicht. Dreierknopf. Wofür kann man denn einen Dreierknopf benutzen? Mit der Nummer 3 drauf. 3, ja. Ja, aber vielleicht können wir auch mit der Schaufel, dass wir vorne weggraben. Mit der Schaufel hier oben hingehen. Damit funktioniert es auch nicht. Ja. Mir macht ja sowas zu raten und etc. Macht mir immer so viel Spaß. Jetzt würde ich das hier auch gar nicht spielen. Ich glaube, wir müssen hier irgendwas in der Kerbung reintun, was aufgeht. Weil wir hier ziemlich ahnungslos jetzt herumdaddeln. Können wir nicht noch nach dort? In diese Richtung. Da ist auch aussichtslos. Was sagt er? Ich muss den Einstellplatz irgendwie beleuchten. Beleuchten. Ach so, und dann... okay. Aber will ich hier einen Schlüssel irgendwie reintun? Dann können wir... Ja, das muss doch irgendwie möglich sein hier, komm. Dreierknopf dahin, da oben hin vielleicht... Nee. Ja, wir brauchen hier einen Schlüssel, damit er hier vorne alles beleuchtet. Okay. Gehen wir mal erstmal wieder einen Schritt zurück. Hier hatten wir ja mittlerweile schon alles. Vorne kommen wir nicht durch. Wieder einen Schritt zurück. Vielleicht haben wir hier irgendetwas übersehen. Wir haben hier eine Münze. Halte nach in der Stadt verstreuten Münzen Ausschau. Du wirst sie später noch brauchen. Okay. Schraubenschlüssel. Jetzt haben wir einen Schraubenschlüssel gefunden. Ja, können wir jetzt oben die Teile hier rausdrehen? Noch einmal bitte. Und noch einmal bitte. Zugemblem. Was haben wir hier? Ein Traktorschlüssel. Ja, wer hätte es gedacht. Aber wir machen jetzt mal gleich... Wir sind jetzt schon bei 18 Minuten. Zugemblem. Wir müssen erstmal ja hier hin. Ihr seht jetzt doch, wie ich hier den Traktor bediene. Na, jetzt sehen wir auch was. Infected. Der Zwilling-Impfstoff bietet einen neuen, einzigartigen Wimmelbildmodus. Möchtest du dir die Anleitung ansehen? Ja, sag mal. Hier ist eine Leiste von Gegenständen, die du finden musst. Gegenstände in gelber Schrift findest du nur mittels eines weiteren Gegenstands. Ach so, okay. Nimm das Messer. Gegenstände, die du findest, wandern in die Objektleiste. Klicke auf die Objektleiste. Okay. Halte nach Nahansicht
auf Schau klicke, um dir den Bereich genauer anzusehen. Wende das Messer an, auf die geflickte Decke an. Jeder Gegenstand einer Wimmelbildszene hat eine Verwendung. Finde für jeden Gegenstand eine Verwendung. Alles klar. Wissen wir doch schon mal Bescheid. Und bevor wir uns den Wimmelbild hier widmen, mache ich erstmal einen Cut und wir hören uns beim nächsten Part wieder. Euer Marek. Ciao, ciao. A new breed of virus that has the medical community scrambling for answers has now claimed the lives of over 150 people. The entire city has been evacuated and is now under strict quarantine. The first known case of the virus was found after six-year-old twin sisters Tiffany and Teresa Morrissey were admitted to the hospital just weeks ago. The virus quickly spread among the hospital's medical staff, forcing the area to be quarantined and on high alert. With one of the twins dead, within days of contracting the virus, the surviving sister, Teresa, has made a full recovery. The only reported case of anyone showing any signs of immunity to the virus. Now, one microbiologist believes that Teresa Morrissey is the key to finding a cure, that perhaps somewhere in her DNA lies the answer to this epidemic that has forced residents to abandon their homes and leave the city. And it's now being reported, I can tell you, that the surviving twin, Teresa Morrissey, is missing. She was last seen by her father at Oxford Station on Thursday, but was apparently lost during the chaos of the evacuation. We will bring you continued coverage of the story as it develops. For now, this case begs the question, where is Teresa?